Diese Polizisten wollen Seeleute werden. Ans Ruder eines richtigen Schiffs dürfen sie noch nicht. Geübt wird stattdessen hier, an den 4 Schiffssimulatoren der Bundespolizei See in Neustadt. 12 Teilnehmer hat der Kurs für maritime Fortbildung. In der Simulation trainieren sie unterschiedlichste Szenarien, erstmal auf dem Trockenen. Wir sind hier nicht auf die Umwelt angewiesen, wie sie gerade draußen ist. Wir können uns das hervorrufen, wie wir wollen. Zum Beispiel bei Winterwetter, wie es derzeit herrscht, können wir hier immer noch schöne, ruhige See hervorrufen, dass die Lehrgangsteilnehmer möglichst einfache Bedingungen haben oder auch Bedingungen, die für sie entsprechend sind. Und das können die angehenden Seeleute in der Simulation ausprobieren. Ganz ohne die Angst, etwas falsch zu machen. Es ist eigentlich ideal. Also es sind die besten Bedingungen hier, weil man tatsächlich durch den Raum hier abgeschottet ist und sich komplett in dieser Situation wiederfindet und das wirklich so simulieren kann, wie man es denn draußen wahrscheinlich wiederfindet. Und es ist schön, das nochmal vorher durchzufahren, bevor es dann einen wirklich trifft. Weil wenn jetzt was schief läuft oder man noch nicht so richtig weiter weiß, dann ist das, glaube ich, besser jetzt als später. Fast ein Jahr lang lernen die Bundespolizisten hier das Wichtigste über die Schifffahrt. Danach wissen sie unter anderem, wie man unter schwersten Bedingungen auf der hohen See richtig navigiert oder wie Seekarten dabei helfen, immer auf Kurs zu bleiben. Auch wir als Techniker kriegen so ein Grundstück an Navigation, an Seemannschaft, dass grundsätzlich jeder von allem ein bisschen was weiß, wie so ein kleines Schweizer Taschenmesser. Also auch die Seemannschaft und Nautiker, die lernen auch ein bisschen was aus der Technik. Später wird dann aufgeschlüsselt. Auch das gehört zur Ausbildung dazu, das Verständnis für Schiffstechnik. Von den Motoren bis zur Schraube, im Einsatz weit ab der Küste sollte jeder wissen, wie was funktioniert und was bei Problemen zu tun ist. Immer auf alles vorbereitet sein, die Devise bei der Ausbildung. Das ist ein Beruf draußen auf Nord- und Ostsee, der sehr herausfordernd ist. Und dieser Herausforderung muss man sich auch erstmal in einem geschützten Bereich stellen können, ohne dass man draußen beim Wind und Wetter das trainiert, direkt trainiert, wo Fehler passieren können und diese Fehler auch direkte Folgewirkungen haben. Aber auch erfahrene Seeleute, die jetzt die Chancen erkennen dafür, dass wir Simulationen jetzt haben, dass sie das benutzen können, weil man ja mit Simulationen Dinge machen kann, die man mit diesem Schiff besser nicht macht in Realität oder man bereitet sich in diesen Simulationen auf Situationen vor, die man nicht erleben möchte. Bis es an Bord eines Bundespolizeischiffes geht, muss jede Situation geübt werden und jeder Handgriff sitzen. Denn bei schwierigen Einsätzen dürfen sich die Bundespolizeibeamten keine Fehler leisten. Und die werden kommen, so oder so.